Welche Mittel sind erlaubt? Schauen Sie bitte nach, das ist unsere heutige Nachhilfe. Eine wunderbare Musik übrigens. Von dir komponiert, Helmut? Nee, ich glaube nicht. Nee, von dir geklaut wenigstens? Ich glaube, es ist von Heinz Bach, dem Beheizten, 1712 bis 1800 Blumenkohl, Nachhilfe Biologie. Die Frage heute, sehen Sie jetzt eingeblendet, sie heißt, wie lauten die Namen aller verbotenen Dopingmittel gemäß der Richtlinien der Medizinischen Kommission des IOC vom 31. Januar 1998? Denken Sie bitte genau nach, Sie haben 10 Sekunden Zeit. Das war, glaube ich, schneller als 10 Sekunden, oder? Ja. Aber Hand aufs Herz, Sie hätten es eh nicht gewusst. Es sind unglaublich viele und es sind wahnsinnig komplizierte Namen. Und hier sind sie, die Namen sämtlicher Substanzen, die unter das Dopingverbot fallen. Acebutolol, Acetazolamid, Alprenolol, Amphipramon, Amphetamin, Amylorid, Amineptin, Amifenazol, Androstendion, Atenolol, Bambuterol, Bendroflumtiazid, das ist ganz gefährlich, ja. Betaxolol, Bisoprolol. Oder? Das klingt wie Werktätige auf der Toilette. Bisoprolol. Ja. Bisoprolol. Boldenon. Bromantan. Bumetanid. Bunolol. Buprenorphin. Kaffee drin. Das ist schön. Ganz gefährliche Substanz wird immer bei der Urinprobe festgestellt. Ja? Kaffee drin. Canrenon, Carfedon, Katin, Chlortalidon, Chorion, Gonadotrobin, Clenbuterol, Clostebol, Melissengeist, nee, Clostebol, Corticotrobin, Cropropamid, Crotetamid, Danazol, Dehydrochlormethyltestosteron. Hä? Dehydrol, Chlormethyl, Testosteron ist doch das männliche Sexualhormon, oder? Und Dehydrochlormethyl ist wahrscheinlich mit Lutschbonbon und blonden Haaren. Dehydrochlormethyl, Testosteron. Danach stinkt bestimmt das ganze Tuckentaxi, oder? So, Dehydrotestosteron, Diamorphin, Heroin, auch verboten, hätte man nicht gedacht, ne? Hätte wirklich gedacht vor dem 100-Meter-Lauf, das ist okay, Hauptsache kein Doping, ja. Dihydrotestosteron, Drostanolon, Ephedrin, Erythropoietin, bekannt als EPO, Sie wissen, hat bei der Tour de France zu einer Dezimierung des Feldes geführt, Ethacrynsäure, Ethamivan, Ethylamphetamin, Ethylephrin, Phensamphamin, das klingt eigentlich ein bisschen wie Penicillin ohne Schneidezähne. Ja? Phentermin. Phenethylin, Fenfluramin, Phenoterol, Fluoroxymesteron, Formebolon, Formoterol, Furosemid, Gestrinon, Heptaminol, Hydrochlortiazid, Hydrocodon, Hydromorphon, Inadolol, Indapamid, Koffein und Kokain, Labetalol, Mannitol, Mazindol, Mefenorex, Mefentermin, Mersalyl, Mesocarb, Mesterolon, Methamphetamin, Methandienon, Methanolon, Methadon, bin gleich fertig, Methandriol, Methoxyphenamin, Methylenzophetamin,
Methylephedrin, Methylphenidat, Methylesteron, Metoprolol, Milprolol, Morphin, Nalbuphin, Nandrolon, Niketamid, Noritandrolon, Norfin, Fluramin, Orziprenalin, Oxandrolon, Orprenolol, Oxymisteron, Oxymetolon, Parahydroxamfetamin, Pemolin, Pentazinon, Pentazinanol, Petidin, Pentratazin, Pentetamin, Phenethylamin, Folitrin, Pipatrol, Prolitan, Propranolol, Prolivexin, Pseudoephedrin, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol, Selegilin, Somatotoprin, Sotalol, Spironolactone, Stanozolol, Suricidin, Pernolitin, Testosterontilidin, Torazemid, Tramadol, Trenbolon, Triamteren, ach so, und chemisch oder pharmakologisch verwandte Substanzen, nämlich folgende. Nein. Das ist mörderisch. Oder? Das ist doch grausam.